Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Soul Calibur 6 mit der Seelenchronik. Mein Name ist Christian Eschetalthausen, ich begrüße euch bei einer weiteren Folge. Herzlich willkommen erstmal vorab. Und ja, guten Tag erstmal. Und ja, heute spielen wir Yoshimitsu Folge 1. Oder ja, die ganzen Kapitel, sage ich mal, so einfach jetzt so hingestellt. Normalerweise würde ich jetzt hier gerne wieder erwähnen, ihr könnt gerne mal kommentieren, was ihr davon haltet und das einen Daumen nach oben lassen. Aber was mich irgendwie verwundert, dass eigentlich gar keiner bis jetzt kommentiert hat und keiner irgendwas gemacht hat. Deswegen lasse ich das einfach und mache einfach die Dinger durch und fertig ist die Sache. Und mir dann einfach dann auch auf einer Seite dann jetzt wirklich langsam auch scheißegal, was ihr dann davon haltet. Hört sich jetzt doof an, tut mir leid, aber wenn keiner irgendwas mal kommentieren tut oder irgendwie mal einen Daumen da oben lässt, dann soll ich dazu sagen, was soll ich da tun? Kann nichts machen, kann nichts ändern. Ich kann nicht auf eure Dings Kommentare eingehen, ich kann nicht irgendwie die Videos verbessern, verändern, etc. Und ich kann einfach gar nichts machen. Und das ist halt, was mich halt ein bisschen stört. Naja. Aber anscheinend gefällt es ja euch so, wie es ist und ihr habt auch irgendwie keine Beschwerden oder sonstiges. Deswegen hat sich ja in dem Sinne ja erledigt. Und ich ziehe das jetzt einfach mal weiter durch jetzt hier. Wir haben nur noch 6 vor uns und die werde ich auf jeden Fall jetzt noch durchziehen und dann somit auch dann auch alles beenden dann mit dieser Kategorie. Ich hätte noch das andere mit dem eigenen Charakter, die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob jemand da überhaupt Bock drauf hat. Nun gut, okay, würde ich sagen, let's go, Yoshimitsu. Juhu. Das grausame Schicksal von Manya Menchi Clans. Okay. Let's go. Es ladet noch. Bitte warten. Jetzt. The Manchi Clan, a group of Japanese ninjas known for their unusual powers, maintained neutrality even as their country was embroiled in civil war. Fearing their strength and their defiance, the nation's chief warlord ordered every man, woman, and child be killed. However, one survived, Yoshimitsu, next in line to succeed the chief and a master swordsman. He single-handedly took on the warlord's army, dealing them a hard blow, but they eventually overwhelmed him, severing his right arm. Despite the countless pursuers sent after Yoshimitsu, he vanished without a trace. That is until one day, an agent for the warlord received word that Yoshimitsu had been sighted. Good. Der Meister des Schwertes. この辺りですわ。ここが奴の潜伏場所だと。確かにそういないのだな。へえ、人相書き通りの顔で、腕も作り物でした。このような山奥に逃げておったか。だがこれで、やっと殿にも良い報告ができるというもの。ん？逃げたのではない。お主とは二人で話がしたくてな。不良いも鬼が出るわ。な、何者だ？この気配、化粧のものか？久しぶり。下道に王府の畜生いる。己はまさか義満。だが、その姿は。何時らへの憎しみが、我が身を鬼となしたのだ。さて、今度は、拙者が質問させてもらおう。お主らが探す。ソウルエッジとやらについてな。貴様に教えるわけにはいかん。 Okay, nächster Kampf. Sagen, let's go. Move control.
gucken, ob ich mit ihm auch so gut kämpfen kann wie in Tekken. Gar nicht. Ah, scheiße. Heute auch um? Ja. Gut mit deiner Energie. Nee, krieg ich gar nichts. Damn. Perfekt. Ich brauche noch zu fest mit dem zu kämpfen. Das Ding hinten nerven. Flacke. Wo hat er den festgehalten? In der Luft. Oh mein Gott. Okay. Die Hölle auf Erden heilt? What? Haben wir wieder eine andere Ansicht von Soul Age? Gerüchte über Soul Age. Aufgrund eines Gerüchts, dass Soul Age auf einer Auktion verkauft werden sollte, brach Yoshimitsu zu einem... Oh Gott. Südostasischen Hafen auf, okay. Dort werden seine Pläne, das Schwert zu stehlen, doch ein Mann mit einer seltsamen Waffe vereitelt. Überzeugt, eine Inrige in Gange war, suche er den Organisator der Auktion auf. Ey Gott, bin ich jetzt so blöd zum Lesen oder ist der Text so doof geschrieben, dass es echt schwer zu lesen ist? Oh, die hübsche Dame wieder. お主が噂を流した張本人か。本物のソウルエイジについて知ることを全て教えてもらう。姿が化け物め。あんたたち、こいつをたたんじまいな。 Gegen die Frau, sie tut mir aber auch nie im Kampf antreten. Fight!
Perfekt. Noch zwei Gegner. Hier sind mehr Fußballer, Freunde. Was war das? Oh, daneben, verdammt. Sau. Hä, wie ist gerade jetzt Energie gekommen? Okay. Hat doch gerade Energie bekommen, der Gegner. Durch die Aktion. Verwirrt. Random, geben und nehmen. Oh, doch. Da haben wir sie doch. Ende! You win! So, sa. Atachi ga shitteru joufou wa sore dake. To wa ie, dore mo uwasa banashi da kara ne. Tashika na koto tte ittara. Uwasa wa nishi ni iku hodo fuete iru to? Utagau tte iu nara. その変な術でも使ってみなよ。ところであんた、金には困ってないかい？いい話があるんだけどね。少子、この身を鬼に返じようとも、悪党とする取引などない。我が前からうせよ。Okay. Gut. Warum nicht?Die Farbe des Edelmonds. Yoshimitsu suchte Informationen über Soul Edge, führte ihn ins Ming-Reich. Dort schien man von der Waffe, der dort Heldenschwerden genannt wurde, förmlich besessen. Der Kaiser hatte sogar eine Ermittlungseinheit auf die Suche geschickt. Das Reich selbst wurde von Gewaltausbrüchen und Ausständen zerrissen und stand am Rande des Zusammenbruchs.Vielleicht suchte man dort deshalb so verbissen nach dem Schwert. Gute Frage. Nächste Frage. Bo-san, zuiben to nimuts ga omosou ja ne ka. Sore o oite tte raku ni naru ka? Kore wa mihotoke no oshie o shirushita kyouten. Kokoro wa mitasu koto ga dekitemo hara no tashi ni wa narimasen yo. Mihotoke da?この世に鬼も仏もありゃしねえ。いるなら今すぐお前の命でも救ってもらうんだな。なんだてめえ、どこから現れやがった。地獄。Aus der Hölle. Interessant. Naja, wer weiß.Die Stammen, die oder die Vorgeschichte, wo Yoshimitsu überhaupt herkommt. Aber da war doch früher ein ganz normaler Krieger. Der hat er erst. Aua! Jetzt noch! So ein Schwein. Ich komme wieder. Yeah!
Nein. Schon wieder. Alter, zack, gib ich dir. Boah, zweimal versagt. Heiler, zack, zack. Ernst jetzt? So schnell kannst du gar nicht blocken. Meine Güte. Letzter Kampf. Ja klar, ich glaube, wir müssen so wenig Energie anfangen. Ne? Klar. Lock's auch noch ab, du Penner. Aber gewonnen ist gewonnen. Einmal verloren. Egal. Halb zu wild. Passt schon. Kann man überleben. Abunai Tokoro, arigatou gozaimasu. Sono ken sabaki to hitodasuke no kokoro. Atakamo bukyou shousetsu no koukan no you deshita zo. Zaregato. Tada teikou mo sezu shini yuku onushi wo awarenda made. So itte jissai ni hito o sukueru mono wa ooku wa arimasen. Sokuin wa jin no hashinari. Anata wa jingi no micho wa ayonde orareru. Shitta kuchiyo. Sessha no ayumu wa shikamane tsumoru shiradu no mi. Ima wa chigau michi demo tadori tsuku basho wa onaji kamoshiremasen. Shiki soku zeku ku soku ze shiki jusou gyo shiki yakubu nyo ze. Anata ga mayoi kara toku toki hanataren koto. Okay. Ja, Priester oder Mönche sind immer so auf Frieden ausgelegt. Die Saat des Muts. Als Yoshimitsu das Ming-Reich in westlichen Richtung durchquert hatte, machte er in einem Dorf im Mittelosten Rast, um seine Wasservorräte aufzufüllen. Dort hörte er von einer Gruppe, die seltsame Kreaturen versklavt und Menschen entführt. Es hieß, es sei ebenfalls auf der Suche. Sie sei ebenfalls auf der Suche nach Soul Age. Eigentlich ging es ihnen nichts an. Und doch konnte er es nicht ignorieren. Ach ja, gut, Gutmütigkeit. Aus wie die Kulturkult. Kultpriester. So, nigeru ga yoi. Onushi de saigo da. Arigatou gozaimasu. Sessha wa nani wo shiteiru? Kono youna koto wo sezu tomo mokuteki wa hataseru hazu da wa. Kisama ka? Jikken tai domo wo nigashiteiru no wa? Yatto kiyotta ka? Matte otta zo. Koko no tokage otoko domo wa nani mo shiranou you nande na. Kono kazu ni kakomarete Ki demo kureta ka? Yuke! Shinryusha wo hikisaki, Palgia Shin e no kumotsu to suru no da! Alles klar. Asiatische Kultur gegen Echsen. Okay. Na dann. Wer wird wohl gewinnen? Mal gucken, wie gut die sind. Oh, nein.
Da wird schon wieder Energie gegeben. Hat wohl hier schon die Zauber seine Grenzen. Ist Rache die Antwort? Yoshimitsu kam nach Europa, wo die Gerüchte über Soul Edge angeblich ihr Ursprung hatte. Während er nach Nightmare suchte, spürte er, wie sein Geisteszustand sich verschlechterte. Er denkt immer drüber nach. Auch nicht schlecht. Ist man genauso böse wie das Schwert am Ende oder ja, beschmutzt? Schließlich erreicht Yoshimitsu auf seiner langen Reise Nightmares Schloss in Ostheimsburg. Doch Nightmare war bereits besiegt und Yoshimitsu stand stattdessen einer jungen Kriegerin gegenüber, die über eine klare, reine Macht verfügt. In verfluchten Gefilden. Okay, let's go. Wer würde wohl die Dame sein?
この邪気はあなたの気配だったのですね。あなたもソウルエッジを求めてここに来たのですか。いかにも我が一族の無念を晴らすために必要なんだ。娘よ、ソウルエッジについて知っているのならば教えてもらうぞ。不思議な力を持っているのですね。でも聞きません。私には神とあの人の加護があるから。あなたが邪悪な力を追い求めるならば、私はそれを止めさせてもらいます。Tja, hätte doch einfach gefragt, statt irgendwie noch Magie anzuwenden. Immer so voreilig. Jetzt muss ich die hübsche Sophia töten oder besiegen. Battle 1, fight! So eine Sauerei. Ei. Nante Chikara. Demo, anata no ken kara kanjiru no wa ikari dake ja nai, kanashimi. Soshite mayotte iru. お主も心を読む術を。そんな力はなくても、ちゃんと目を見て声を聞けば分かります。復讐、それがあなたの本当の望みなのですか。何を知ったような。答えられないのですか。私はあなたの心を問うています。わからぬ。もはやわからぬ。いけない。その剣を早く手放して。Was ist jetzt passiert? Getrübte Klinge. Das Böse in Yoshimitsu Schwert reagierte auf die Energie des Bösen in Ostheimburg. Seine Klinge verwandelte sich in reine Bosheit, sagte ihm aus und begann Yoshimitsus Seele aufzufressen. Okay. Oh.
Okay, ich darf mich gegen mich selbst kämpfen anscheinend. Kennen wir ja auch irgendwie aus so Animes. So wie bei Naruto, Naruto. Da werden sie auch kopiert, dann muss man sie gegen sich selbst kämpfen. Keine Chance. が戻られたのですね。ここは、そうか、お主はかたじけない。自分を責めないでください。いや、拙者は弱かったのだ。己の生きる道を見失い、誰かの死を願うことで生きようとしていた。それが新たな自分を生み出すことだと気づきもせずに。拙者はこれからは仁義に生きよう。
弱者を守り、悪しきをくじく。自分と同じようなものを二度と生み出さぬよう作るために。それこそが皆の無念を晴らす弔いの地の一族よ、我が戦いを昇乱あれ。Ende. The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history. Bei jedem Ding ist am Ende immer den gleichen Satz fast zu bringen. Das ist schon ein bisschen mager, aber egal. Gut, wir haben mit Yoshimitsu wieder durchgespielt, eine weitere Chronik abgeschlossen von einem Hauptcharakter. Und somit sind wir bei dem nächsten mit Raphael dran. Raffaello, Moncherie oder Küsschen? Nein. Also Raphael, Verrat einer Familie und werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge dann auf jeden Fall mit Raphael mit denen dann weitermachen. Ja, das war's ja erstmal mit Yoshimitsu. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, habt in die Kommentare, sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn es keinen interessiert oder keiner macht, sage ich mal so. Wenn es ihr machen sollte, kriegt ihr von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kriegt auf jeden Fall auch eine Antwort. Und somit verabschiede ich mich erstmal mit Soul Calibur 6 mit der Seelenchronik Yoshimitsu. Bis zum nächsten Mal mit Raphael. Raffaello. Oder so. Keine Ahnung. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao und schönen Tag noch. Ciao.